Moin Leute, in diesem Video schauen wir uns einmal die technische Seite von dem ROG Ally X ein wenig genauer an. Wir werden in den zukünftigen Videos auch einen direkten Vergleich mit dem Ally aus 2023 machen, aber in diesem Video wollte ich einmal ein paar Spiele gesondert zeigen und einzeln zeigen, wo wir uns nur auf das Ally X konzentrieren. Und wir beginnen direkt mit Red Dead Redemption. Wir haben hier eine 900p Auflösung und haben den Regler zu den Grafikvoreinstellungen fast bis auf einen Schlag hochgedreht und FSR 2 aktiviert. AFMF ist auch noch im Hintergrund aktiv und ihr seht es, wir bekommen hier ein wirklich tolles Bild. Nicht nur ist die Auflösung richtig schön hoch mit 900p, was meiner Meinung nach ausreichend ist, wir haben auch wirklich grafisch wirklich eine schöne Einstellung. Natürlich kann man hier auch im Feintuning noch das ein oder andere reißen. Ich hatte ja auch gesondert Videos zu Red Dead Redemption, wo man wirklich das Optimum herauskitzeln kann. Aber jetzt einfach mal so ins Schnelle hinein. Ihr seht, es läuft wirklich gut und wir erreichen teilweise bis zu 60 FPS. Und das ist einfach nur genial. Als nächstes schauen wir uns einmal Marvel Spider-Man an. Auch hier haben wir wieder AFMF aktiviert. 900p und das Grafik-Preset ist auf hochgestellt und wir erreichen hier wirklich fantastische Werte mit bis zu 130 FPS. Das ist natürlich ein bisschen gekünstelt aufgrund von AFMF, trotzdem ist das Bild einfach nur fantastisch und sehr flüssig. Und ich kann hier auch schon mal einen kleinen Spoiler und eine Aussicht zu dem Vergleich mit dem Ally geben. Ich habe dieses Preset hier auch genauso auf dem Ally 2023 getestet. Und da kamen wir auch auf fantastische Werte, die über 100 FPS lagen. Allerdings war die Anzahl der Frame-Einbrüche und die Anzahl an Standbildern, die hin und wieder eingetreten sind, gar nicht mal so dramatisch, aber die hin und wieder da waren, doch etwas öfter. In der Regel befanden wir uns bei dem Ally 2023 so bei 100 bis 110, 115 FPS, so wie ich mich jetzt daran erinnere. Und bei dem Ally X liegen wir, ihr seht es, bei ungefähr 130 FPS. Natürlich gehen auch hier die Frames sehr stark teilweise runter. Man merkt es allerdings überhaupt nicht. Es ist wirklich ein rundum flüssiges Ergebnis. Und da merkt man, das Mehr an RAM macht sich tatsächlich bemerkbar. Und das habe ich jetzt schon bei mehreren Spielen gesehen. Ich habe auch beim VRAM 12 GB dem System zur Verfügung gestellt. Und das merke ich tatsächlich, hätte ich nicht erwartet. Wobei, Detailtests möchte ich aber auch noch machen, ob sich das tatsächlich bemerkbar macht oder ob es jetzt nur an der einen oder anderen Stelle tatsächlich so war. An dieser Stelle muss ich mich auch noch einmal entschuldigen für das gestrige Video, da hatte ich auch Ghost of Tsushima gezeigt. Da lief es allerdings nur mit 30 bis 40 FPS und hat wirklich sehr stark geruckelt. Das lag einfach daran, dass ich die Treiber und die Updates alle noch nicht optimal installiert und eingerichtet hatte. Hier seht ihr es, wir haben jetzt hier wieder die gleichen Settings wie auch gestern, also sprich eine 900p Auflösung und das Grafikpreset ist auf hochgestellt und damit erreichen wir hier tatsächlich Frames bis zu 130 FPS. Und das macht wirklich einfach nur Spaß. Das Bild sieht toll aus. Es ruckelt fast gar nicht. Hin und wieder passiert es mal, ja. Aber insgesamt wirklich ein sehr, sehr rundes und tolles Ergebnis. Und man kann diese Spiele tatsächlich auf diesem Gerät ohne Probleme einwandfrei zocken. Das nächste Spiel ist God of War. Wir haben jetzt hier einmal das Grafikpreset auf Original und die Auflösung auf 900p. Und mit diesen Grafikeinstellungen kommen wir auf ungefähr 60 bis 80 FPS. Sehr stark schwankend, aber auch hier wieder, die Ruckler spürt man tatsächlich in den seltensten Fällen. Ich kann hier auch schon einmal eine ganz, ganz grobe Aussicht auf die Akkulaufzeit geben. Ich habe nämlich schon die ersten paar Werte genommen und das ein bisschen ausgewertet. Die Ausgangslage war folgende. Alles war standardmäßig eingeschaltet, Bluetooth, WLAN, Helligkeit war wirklich auf das Maximum gestellt, Bildschirmauflösung auch immer auf dem Maximum und unter dem Performance-Modus, also 25 Watt, habe ich tatsächlich eine Akkulaufzeit von mindestens 2 Stunden erreicht. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Ich bin gespannt, ob sich das noch ein bisschen weiter verbessern lässt. Also ob wir hier auch vielleicht bis zu 2,5, 3 Stunden kommen, wenn sich
die Displayhelligkeit etwas verringert, also so auf 50%, und auch ein paar andere weitere Einstellungen optimiert werden. In dem Leistungsmodi unter 17 Watt bin ich tatsächlich ohne großartig etwas einzustellen, also auch wieder mit maximaler Bildschirmhelligkeit, Bluetooth, WLAN, alles eingeschaltet, nichts wirklich dramatisch eingerichtet, bin ich auf mindestens 4 Stunden gekommen. Auch da bin ich gespannt, ob sich das noch in Zukunft etwas nach oben anpassen lässt. Das nächste Spiel im Portfolio ist Elex 2. Und hier hatte ich tatsächlich auch eine etwas positive Überraschung. Wir haben jetzt hier wieder eine 900p Auflösung und das Grafikpreset ist fast auf komplett hochgestellt. Und hier erreichen wir mit diesen Einstellungen ungefähr 50 bis 60 FPS. Natürlich gibt es auch hin und wieder Ausrutscher nach unten bis zu 30 FPS. Aber auch hier merkt man es tatsächlich gar nicht. Bei Elex 2 handelt es sich um ein Spiel, das technisch nicht so extrem gut optimiert war. Das hat man tatsächlich auch bei sehr leistungsstarken Geräten gemerkt. Aber hier in dem Fall habe ich das Gefühl, und das ist wie gesagt nur ein Gefühl, das werde ich noch testen, dass sich das mehr an RAM tatsächlich wirklich bezahlbar macht. Also ich hatte in der Zeit, in der ich es jetzt zocken konnte, keine größeren Aussetzer, Standbilder oder ähnliches. Die Frames waren relativ stabil und es hat auch insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man hier und da an den Einstellungen noch etwas rumspielt, also die Schatten vielleicht etwas runterstellt, dann kann man sicherlich hier wirklich ein rundes Ergebnis bekommen. Und da bin ich wirklich erstaunt, weil da hatte man, wie gesagt, bei vielen Geräten Probleme. Elden Ring. Dieses Spiel bringt mich zur Weißglut. Aber darum geht es gar nicht. Wir haben jetzt hier als Auflösung eine 720p Auflösung. Das Grafikpreset ist einfach auf hochgestellt. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne Probleme mit einer 900p Auflösung zocken. Ist aber meiner Meinung nach gar nicht erforderlich, da das hier schon wirklich sehr, sehr schön aussieht. Und ihr seht, es läuft butterweich. Wir erreichen 90 bis 100 FPS teilweise. Wirklich ein perfektes Spielgefühl. Mehr kann man sich am Ende wirklich gar nicht wünschen. Das Rollenspiel schlechthin, The Witcher 3. Hier mit einer 900p Auflösung und dem Grafikpreset höchste werden wir tatsächlich grandiose Werte erreichen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, zockt The Witcher 3. Es macht unfassbar viel Spaß und jetzt mit dem Handheld könnt ihr es auch mobil und von überall zocken und mit dem Ally X sogar auch über längere Zeit hinweg, da der Akku jetzt weniger Probleme macht. Und ihr seht es oben rechts in der Anzeige, wir kommen hier auf ungefähr 50 bis 60 FPS. In den größeren Städten dürfte das Ganze ein bisschen einbrechen, aber wenn ihr dann mit dem Grafikpreset im Zweifel auf hoch runter geht oder das Grafikpreset ein bisschen anpasst, also die Schattenqualität zum Beispiel, dann dürfte auch das keinerlei Probleme mehr darstellen. Wer The Witcher sagt, muss auch Cyberpunk 2077 sagen. Wir haben hier wieder eine 900p Auflösung, das Grafikpreset ist auf Mittel gestellt, FSR habe ich zusätzlich auf Performance gestellt, um einfach ein bisschen stabilere Frames zu bekommen, und mit diesen Einstellungen bekommt ihr ohne weiteres Theater, ohne weiter vertieft in die Grafik-Settings gehen zu müssen, 60 bis 70 FPS und das wirklich stabil. Keine Standbilder, nichts. Einfach ein rundes Erlebnis und perfekt zum Zocken. Ich kann es nicht oft genug betonen, aber Days Gone ist nicht nur richtig gut optimiert, sondern auch meiner Meinung nach ein fantastisches Spiel. Ihr seht es jetzt hier gerade mit einer 720p Auflösung und dem Grafikpreset auf hochgestellt. Und wir kommen hier auf Werte von 90 bis 100 FPS. Es handelt sich hierbei um ein AAA-Spiel von nicht allzu langer Zeit. Und ich finde es einfach nur erstaunlich, dass wir solche Spiele auf so einem kleinen Gerät mit so einer guten Performance zocken können. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, holt es auf jeden Fall nach. Neben all den AAA-Games gibt es auch das ein oder andere Retro-Spiel, oder in dem Fall nicht ganz retro, aber auch etwas älteres Spiel, was man auch auf diesem Gerät ohne Probleme zocken kann. Ihr habt es gerade gesehen, 720p als Auflösung, das Grafikpreset war auf hochgestellt und ich habe
auf den Leistungsmodus gewechselt, weil das mehr als ausreichend genug ist, um Risen 1 zocken zu können. Und unter diesen Einstellungen spart ihr nicht nur richtig viel an Strom, also ihr werdet wirklich auf fantastische Akkulaufzeiten kommen. Wie gesagt, ungefähr 4 Stunden mit Tendenz nach oben. Und ihr bekommt auch wirklich ordentlich an Frames was geliefert. Ihr seht es gerade, 100 FPS teilweise. Was ich euch an dieser Stelle sowieso empfehlen würde, ist, richtet euch den manuellen Leistungsmodus ein und geht mit der Wattstufe immer eine Wattstufe weiter nach unten und richtet es euch so perfekt ein, weil ihr so die Akkulaufzeit noch einmal weiter optimieren könnt und so noch eine längere Akkulaufzeit bekommen könnt. Ich meine, wer muss schon Ryzen 1 mit über 100 FPS zocken? 60 bzw. 90 FPS sind mehr als ausreichend genug. Und damit sind wir auch bei dem letzten Spiel angekommen. Und ehrlich gesagt bin ich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich positiv überrascht worden. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das mehr an Arbeitsspeicher sich hier tatsächlich bemerkbar gemacht hat. Es ist einfach so, dass man dem Grafikspeicher ein bisschen mehr zur Verfügung stellen kann, ohne dem System zu viel zu nehmen. Und es scheint die perfekte Balance zu sein. Aber wie gesagt, das werde ich noch in einem Detailvergleich bei den beiden Geräten testen und dabei auch diese Spiele, die ich hier gezeigt habe, berücksichtigen und dann einen Vergleich nebeneinander machen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.